Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Wir gehen heute an den Yamaha. Es geht bei der CDI, das sagt euch bestimmt noch was. Kabel sagt euch bestimmt auch noch was. Genau, ganz genau, wir gehen an die CDI-Kabel. Und zwar heißt das, wir machen heute oder ziehen die neuen Kabel für den Stecker für die CDI. Und ich hoffe, das geht alles reibungslos. Und ich habe das auch schon so weit vorbereitet, dass man jetzt abisoliert und löten kann und Schrumpfschlauch drüber zieht. Auf jeden Fall spanne ich euch nicht lange auf die Folter. Lass uns loslegen. Alles aufgestellt und jetzt heißt es hier, diese ganzen Teile. Hier habe ich ja schon abgeschnitten, wie man das schön sieht. Und jetzt bringe ich alles auf eine Länge. Das heißt, ich köppe jetzt hier meine Kabel und habe diese komischen Dinger hier alle weg. Jetzt heißt es abisolieren und alles neu und ja, ich denke mal relativ sauber verlöten. Dazu nehme ich wie immer das Cuttermesser, weil ich es da nicht anders kenne, und ziehe hier einfach vorne ungefähr ein bisschen über, ja, unter einen Zentimeter ziehe ich das hier ab, die Ummantelung. So kann ich dann auch Lötzinn anbringen. Ich glaube, man sieht es so einigermaßen. Hier ist noch mal eins und das isolieren wir jetzt auch ab. So, dass wir auch einen sauberen Halt dann reinbekommen. Und wenn ich das jetzt verlöte, dass, wie gesagt, der Halt da drin ist. Das ist das nächste. Und jetzt habe ich noch irgendwo eins. Ja, hier. Ein weiß-schwarzes nochmal. Und dann sind wir schon durch. Jetzt rödel ich vorne alles erstmal zusammen. So, dass ich mit den Lötkolben gleich dran kann. Und das Ganze, ja, verlöte. Das gibt uns dann auch den Halt und vor allem, ja, das brückt dann auf das nächste Kabel besser mit, wenn das wirklich sauber verlötet ist und nicht einfach, ja, gequetscht wird. Und ich gehe lieber nur mal sicher und habe es eben auch dann vernünftig soweit. Dann würde ich doch sagen, Lötkolben los. Ich fange jetzt hiermit an und verlöte hier erstmal das Kabel. So, dass ich das jetzt schon mal ordentlich habe. Und das nächste Kabel. Das sind im Ganzen werden das jetzt 6 Kabel, die ich jetzt hier verlöten muss. Ja, da könnte noch was drauf, weil wir brauchen ja auch den Halt dann. Also das Kabel hier nimmt schon schlechter an, habe ich gerade so gemerkt. Das ist schon auch so ein bisschen oxidiert. Ja, jetzt hat es angenommen. Jetzt geht es auch weiter. Das nächste Kabel. Dann muss ich natürlich auch noch die Kabel noch fertig machen, die hier drankommen.
die richtigen Farben. Vor allem habe ich jetzt alles sortiert. Also ich habe jetzt alle Farben, die ich hierfür brauche, dass ich auch mir sicher sein kann, dass ich hier nichts falsch anschließe. Und darauf kommt es ja auch an, dass das dann auch funktioniert. Na, da ist wieder ein Kabel, was noch nicht so annehmen möchte. Aber das kriegen wir auch noch hin. Jetzt hole ich mir hier dieses Mal nach oben mehr und verlöte hier nochmal. Das Licht blendet mich wieder so ein bisschen. Dann sehe ich wieder hier alles doppelt und dreifach, würde ich mal sagen. Also nicht wundern, ich bin nicht blind. Nur scheitert es dann eben ein bisschen, wenn das Licht mich so anblendet. Aber das soll uns nicht stören. Das soll ja auch trotzdem ordentlich werden. Also hier diese zwei Kabel, da habe ich jetzt bemerkt, die nehmen das noch nicht so an. Obwohl, jetzt sieht es schon gut aus. Hier haben wir noch einen Tropfen drunter. Den machen wir mal weg. Und ziehen hier nochmal frisch rüber. Man muss einfach die Ruhe weg haben dabei. Wenn man zu hastig macht, passieren Fehler. Und das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden. Jetzt mache ich die anderen Kabel fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt habe ich alles verbunden und kann hier meinen Schrumpfschlauch drüber ziehen für jedes Kabel, was ich dann gleich verlöten werde. Das heißt, überall, ich habe jetzt auch schwarzen ausgewählt, weil die ganzen Farben habe ich gar nicht da. Und ich denke mal, das ist aber okay, weil ich sehe ja, welches Kabel dann trotzdem wohin gehört. Auf jeden Fall, überall ziehe ich jetzt hier was drüber. Und dass wir das wirklich einwandfrei hinbekommen. Und zum Schluss wird das Ganze dann nochmal komplett überwickelt, also dass hier das komplette umwickelt ist und auch das andere Kabel, was jetzt dagegen kommt. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal alles vorbereitet. Man könnte jetzt sagen, ich fange einfach mal mit komplett schwarz an und das ist das hier zum Beispiel, das passt natürlich super gleich. Nehme meinen Lötkolben, setze noch mal ein bisschen Lötzinn oben auf die Spitze und ja gut, ich bin Linkshänder, aber wir versuchen es jetzt mal, ob wir das hier ordentlich zusammenbekommen. Das sieht, glaube ich, schon ganz gut aus. Oben wie unten passt. Das heißt, fertig. Ich kann den ersten Schrumpfschlauch drüber ziehen und auch gleich das Ganze hier zusammenziehen und habe somit mein Kabel verlängert. Das kann jetzt nach unten baumeln. Jetzt nehmen wir das nächste. Wir sagen eigentlich orange und orange habe ich noch da drüben liegen. Also heißt doch nochmal aufstehen und einen Schritt machen. Jetzt habe ich hier mein orangenes Kabel. Ich hoffe, man kann das immer einigermaßen erkennen und setze es jetzt ebenfalls an. Nehme mir natürlich wieder ein bisschen Lötzinn auf die Spitze. So habe ich genug Lötzinn drauf und ziehe die beiden Kabel jetzt hier nebeneinander dran und das sollte dann auch passen.
Das sieht doch schon mal ganz gut aus wieder. Ja, es könnte ein bisschen besser aussehen. Das gefällt mir nicht ganz so, weil wenn man lötet, sollte es ringsrum richtig geschlossen sein. Dazu löse ich das jetzt nochmal und bringe es nochmal neu an. Das ist gar nicht so leicht, Freihand. Also das gefällt mir zum Beispiel gerade nicht. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Hier ist kaum Lötzinn drauf. Das heißt, das Kabel nimmt das nicht so an, das Lötzinn. Da gehe ich einfach jetzt, ich löse das Ganze nochmal und gehe mit Schleifpapier drüber. So raue ich das wieder ein bisschen auf und ich laufe nicht Gefahr, dass das da drin auseinander geht. Ich ziehe hier einfach Schleifpapier drüber, dass das wieder blank wird. Das hatte ich ja schon mal an diesem Roller und das soll natürlich nicht nochmal passieren, dass da irgendwas wieder abgeht. Also es ist nicht abgegangen, aber ich musste das genauso machen wie hier, dass das Kabel auch wieder das Lötzinn richtig annimmt. Das probieren wir jetzt auch nochmal. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Und jetzt hocke ich mich mal hin, dann kann ich das Kabel hier auch besser ranhalten. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ja, so schnell ist das gelöst. Ne? Ein bisschen Schleifpapier nehmen und schon habe ich hier meine Kabel schön sauber zusammen. So wie es auch eben sein soll. Gut, weiter geht's. Jetzt habe ich ja hier meinen abgeschnittenen Stecker. Diese Kabel sind alle in der gleichen Länge und sind alles soweit identisch oder sind alle soweit identisch, wie es hier auch aus dieser Ader rauskommt. Das heißt, ich mache jetzt ich nehme Schritt für Schritt jetzt vor, löse hier drinne wie das letzte Mal auch, löse hier meine Klammer nach Möglichkeit, die hier drin ist. Wenn man nicht andauernd abrutscht natürlich. Und ziehe das Kabel hinten raus. Jetzt habe ich das schwarze Kabel gezogen. Lege es zur Seite. Nehme jetzt das reine schwarze Kabel. Muss es allerdings ein Stückchen drehen. Und setze es jetzt dann auch hier wieder ein. Jetzt habe ich mein erstes Kabel dran. Jetzt kann ich, sage ich mal, braun. Jetzt nehme ich braun raus. Wenn ich es dann auch wieder gelöst bekomme. Ziehe mal dran. Nein, es will natürlich wieder noch nicht. Aber das soll uns nicht abhalten davon. Das muss ja raus. Komischerweise ist die Klammer, glaube ich, gelöst. Aber es lässt sich noch nicht ziehen. Das heißt, ich löse nochmal nach und ziehe nochmal und habe mein nächstes draußen. Jetzt nehme ich wieder braun. Und setze braun hier auch ein, gucke wie die Klammer steht und schiebe es jetzt hier wieder rein. Schon habe ich wieder das zweite Kabel dran und kann jetzt nach und nach so weitermachen, dass ich meine Kabel so weit erstmal dran bekomme. Jetzt ist es natürlich so, ich habe jetzt noch orange
und blau-weiß. Da weiß ich natürlich nicht, wo diese beiden Kabel hingesetzt werden. Das ist im Grunde ein Ausprobieren jetzt, was ich eigentlich ungern mache, aber wo ich wohl ja keine andere Wahl habe, dass ich diese Kabel einsetze und dann eben gucke, was könnte da wohin gehören. Schöner wäre es gewesen, wenn ich irgendwie einen Schaltplan gefunden hätte, aber ich habe überall durchgescrollt und habe nichts gefunden. Und ja, das ist eben das Problem, wenn man irgendwas wieder repariert, wo ja nur rumgefuscht wurde. So ist das dann. Auf jeden Fall funktioniert das schon mal, was ich hier vorhabe, und das ist auch gut so. So weiß ich wenigstens, dass das dann wieder ordentlich gemacht wurde. Ja, nach 2,5, ich glaube bei 3 Stunden später sozusagen, die Arbeit, die ich mir dabei mache, das hält natürlich alles auf, das ganze Kabel auseinanderrühren, raussuchen, löten, davon bekommt ihr natürlich nicht ganz so viel mit. Für euch sind das dann vielleicht 20 Minuten oder je nachdem. Für mich waren es, ich sage mal ja, doch gute 3 Stunden. Ich hatte nochmal auf die Uhr geguckt und dachte, oh, okay, 20 Minuten Video, 3 Stunden Arbeit. Aber so ist das, so, das macht mir auch Spaß. Auf jeden Fall habe ich jetzt meine Kabel schon dran, wie ihr das eben auch mitbekommen habt, und auch den Stecker zum größten Teil. Ich brauche das nur noch reinklipsen und kann dann den Test machen. Große Überraschung, wie immer. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, man lässt sich nicht unterbringen oder unterkriegen. Das ist ein No-Go. Auf jeden Fall geht es weiter. Dann möchte ich natürlich auch nochmal auf meine 2 bis 3 neuen Abonnenten eingehen, wo ich mich recht herzlich für bedanke. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, innerhalb kurzer Zeit hat der eine oder andere meinen Kanal abonniert. Mit meinem Sprechfehler oder Wortschatz manchmal. Aber man denkt gar nicht so drüber nach, wenn man am Reden ist und den Kopf schon wieder ganz woanders hat, dann kommt da mal schnell ein Versprecher rein. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich auf jeden Fall und wir sehen uns natürlich wieder. Bis dann.